Heute schauen wir mal, was aus meiner neuen nostalgischen Anlage aus den 50er Jahren geworden ist. So, hier sind wir also am Bahnhof von den Gries und jetzt schauen wir uns mal an und gucken nochmal zurück, was wir damals eigentlich vorhatten oder was ich damals vorhatte. Und aber was wollte ich eigentlich erreichen mit dieser Anlage? Jetzt überlege ich mal und gehe ein Stück weit zurück. Und nein, keine Angst, ich suche euch keine alten Videos raus, sondern ich habe es hier zusammengeschrieben, was ich eigentlich erreichen wollte. Nämlich, ich wollte auf der einen Seite erreichen, lange Züge fahren zu lassen, alte Lokomotiven mit Löffelschleifer, also 50er Jahre, also alles im Stil der 50er Jahre. Ich wollte kein Plastik verwenden, alte Brücken einbauen und ein digitales Testgleis entsprechend aufbauen. Und ja, Spaß soll's machen. Und jetzt gucken wir mal, was ich davon alles erreicht habe. Fragestellung 1, lange Züge. Schauen wir mal, was hier die TT entsprechend versucht loszuziehen. Tja, das ist mein Güterzug, oder? Ein Traum. So, das heißt also lange Züge. Ha, wunderbar funktioniert. Wie ihr womöglich schon gesehen habt, funktionieren auch die alten Lokomotiven mit Löffel oder Schießschleifer, wie zum Beispiel die SE 800, ja, oder die TT 800. Die G 800 werdet ihr bestimmt auch bald hier sehen. Und ja, genau. Aber nicht nur die, sondern letztendlich auch die anderen. Und mit der tollen Perfektschaltung von damals ist es auch möglich, wie ihr seht, mehrere Züge sozusagen stehen zu lassen auf dem Gleis, ohne dass sie fahren, obwohl sie Strom bekommen. Und Achtung, Unfall, Gefahr auf Gleis 1. Zum Glück rechtzeitig erkannt. Die gesamte Anlage wurde mit dem durchgehenden Mittelleiter entsprechend ausgestattet. Wie ihr seht, dadurch können also auch tatsächlich die alten Lokomotiven fahren, ohne mit dem Löffelschleifer an den Punktkontakten hängen zu bleiben. Ja, und somit können wir auch hier einen Haken machen können, ran machen, weil durch die Art der Gleise ist es auch möglich, mit den alten Löffelschleifer-Loks zu fahren. Mittelpunkt der Anlage ist natürlich hier der große Bahnhof von den Gries von Faller mit der Nummer 110. Ja, und leider, und das ist mir erst später aufgefallen, aber nun ja, so ist es eben, wie ihr erkennen könnt, womöglich seht ihr an den Fenstern, ich versuche mal scharf zu stellen, dass die Fenstereinsätze damals dann leider doch bereits aus Kunststoff, ja, gebaut wurden. Aber ansonsten, ich würde mal sagen, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Es ist einfach ein genial schöner Bahnhof, ja. Und ich bin froh, dass er das zentrale Mittelstück oder das zentrale Teil meiner Anlage geworden ist. Und außerdem, so, hier haben wir zum Beispiel ein kleines Stellwerk von Faller mit der Nummer 121. Ja, ihr seht, dass das Geländer aus Draht ist. Leider hier an der Stelle ein bisschen rostig. Leider ist das Dach aus Kunststoff, aber nun ja, das war also Vorsicht, fährt ein Zug vorbei. Dann schauen wir mal. Hier parkt die TT 800. Ja, wie ihr seht, im Walzenrelais ist gerade auf Parkstation. Ja, und schauen wir am Bahnhof vorbei zu dem anderen großen Stellwerk, ja, von Spaller. Das hat die Nummer 124. Und
Wenn wir schon hier am Bahnhof sind, hier haben wir eine Verladestation für Kohle. Das ist auch Faller. Das ist sehr, 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 sehr alt. Das ist aus Karton gebaut mit echter Kohle. Nicht nur die Züge, auch die Gebäude und natürlich alles andere, was auf der Anlage steht, ist aus den 50er Jahren. Ich würde sogar die Einschränkung machen, aus zum Großteil Anfang der 50er Jahre. Aber wir wollen ja jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Die Fragestelle mit dem Plastik, ja, das ist natürlich so eine Sache. Ich würde hier sagen, nur zur Hälfte geschafft. Ja, warum? Das war mir gar nicht so bewusst, aber selbst in den alten Häusern sind ja teilweise die Fensterrahmen aus Kunststoff eingesetzt. Und ja, gut, okay, war ein sehr hohes Ziel oder sehr hehres Ziel, auch mit Gedanken an die Stromverbindung, natürlich nicht so einfach. Aber nun ja, ich würde sagen, trotzdem soweit, so gut. Jetzt schauen wir uns mal die Brücken an. Ja, wir wollten alte Brücken verwenden und hier seht ihr, wie vorhin schon erwähnt, die 444 Fußgängerbrücke mit den Signalen, also Signalbrücke. Hier fährt gerade die RSM 800 mit 328 und 327er Personenwagen. Also ein Wagen, Entschuldigung, durch. Oder halt kurz an, aber ich glaube, sie fährt gleich weiter. Und wenn wir schon von den Brücken sprechen, möchte ich auch die Brücken eingehend in den Hintergrund stellen. Und die wollte ich ja verbauen. Das ist nämlich, jetzt lassen wir mal die Lok kurz anhalten. Auf der einen Seite seht ihr, und die kennt ihr wahrscheinlich alle, die 466er in Grau mit durchgehendem Mittelleiter. Diese gab es aber auch in Rot, relativ selten allerdings. Ihr seht auch hier den durchgehenden Mittelleiter und die 467er Bogenbrücke, die kleinere Version noch. Und hier freue ich mich sehr drüber, dass ich die aufgebaut habe, weil das macht einfach Spaß. Und jetzt lassen wir die RSM weiterfahren. Tja, die Brücken sind cool, oder? Vor allem die roten, die finde ich klasse. Sie sind sehr, sehr alt. Ja, und somit auch hier ein riesen Haken ran. So, ihr seht, die Arbeiter sind fleißig. Ja, es geht immer weiter. Wäre schön, wenn ihr mich unterstützt dabei. Lasst mir bitte ein Like da, am besten noch ein Abo. Und ja, ihr seht dann, wie es weitergeht. Tja, hier ganz klarer Fail, digitales Testgleis. Tja, will ich das wirklich haben? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. Ja, weil irgendwie passt gar nicht drauf. Aber wer weiß, vielleicht nehme ich mir mal ein bisschen Zeit und tüftel und überlege mir. Aber eigentlich geht es mir mehr um die alten Sachen, die sind nämlich echt cool. Und jetzt komme ich gleich zum nächsten Punkt. Er macht alles extrem Spaß. Und da kann ich nur sagen, genial. So macht das Leben Spaß. Was die Signale angeht, habe ich momentan nur manuelle Signale. Hier an der Signalbrücke 444 von Melklin. Oder aber, wie ihr schon gesehen habt, die Signale 440. Ja, das sind die manuellen Signale, die ihr hier seht, beziehungsweise, und das ist eigentlich auch echt eine echt coole Seltenheit, die 440B Signale, die ihr hier sehen könnt, das sind praktisch beleuchtete manuelle Signale, hier noch mit Stoffkabeln. Ich muss mal nachgucken, von wann die genau sind, aber wahrscheinlich Ende der 30er Jahre. Zugbeeinflussung gab es damals mit diesen Signalen noch nicht. Es gab andere, die werde ich aber noch später im Video kurz ansprechen, weil das wird ein Teil dann sozusagen für die nächste Etappe.
wenn ihr euch fragt, ja, was klingelt denn da immer wieder, dann schauen wir mal kurz auf unser kleines Bahnwärterhäuschen im Hintergrund. Ja, guck mal, wie man da rankommt. Da seht ihr, da ist ein kleines Wärterhäuschen. Und dieses Wärterhäuschen hat eine Glocke verbaut. Die über ein Kontaktgleis entsprechend ausgelöst wird. So, und was gibt es jetzt noch zu tun? Ja, worauf werde ich in den nächsten Sendungen eingehen? Ja, und da werde ich dann auch die Playlist weiter bespielen. Es geht um die Anschlüsse der Weichen. Es geht um die Beleuchtung. Es geht um Signale, die elektrisch steuerbar sind, also mit Druckbeeinflussung. Wir werden einen Bahnübergang bauen, Oberleitungen, und wir werden viel mehr Züge haben und viel mehr Leben. Achtung, guck mal, was hier passiert ist. Da hat wohl ein Zug sich seine Formation neu umgestellt und hat sich hier jetzt zum Parken entschieden. So, aber das soweit für heute. War schön, dass ihr dabei wart. Passt auf euch auf und immer schön auf dem Gleisen bleiben. Tja, und bald geht's dann weiter am Bahnhof von Lenggries.